Schiff untergehen, denn ich bin der Kapitän. Selber kochen ist super, aber noch viel besser ist es mit Jennifer Rostock. Hallo. 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 Was gibt's Neues zu essen? Ja, sag mal Joe, was gibt's heute? Irgendwie was mit Bulgur und irgendwas mit Avocado. Ja. Klingt geil, sollen wir rein einkaufen? Auf geht's. Paprika, ja. So klein und ein bisschen mehr. Also hier ist Meeressalz, Salz. Eine Pfeffermühle. Check du mal die Avocados, die gefallen so ganz. Ja. Keine Ahnung, also. Reicht auch eigentlich, oder? Was darf ich machen? Ich kann nicht kochen, aber ja, ich kann schneiden. Schneiden kann ich. Doch, schneiden kann ich. Das kann ich wirklich. Ja, weil wir jetzt erst brauchen, dann nicht. Also eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben einen Bulgur, den kochen wir gerade, das dauert 10 Minuten. Und dann braten wir da vorne Sachen an, Zwiebeln, Gemüse, worauf wir Lust haben. Und hauen dann irgendwann den Bulgur damit rein, mischen alles gut durch. Und dann gibt es dazu so eine Joghurt, Minz, Zitronen. Soße, die dann kalt um die Uhr bei euch, wenn ihr so unterwegs seid und keine Ahnung, auf Tour oder so kocht, kommt ihr überhaupt zum Kochen? Oder? Nee, da gibt es ja Catering, was dann da aufgebaut ist, was manchmal lecker ist und meistens nicht so. Neu bei uns ist, dass wir jetzt unser komplettes Catering auf Tour auf vegetarisch umgestellt haben. Ach, habt ihr? Weil das sowieso, also sind zwar in der Crew und auch in der Band noch Leute dabei, die Fleisch essen, aber es schmeckt halt nie auf. Also das kann man vergessen. So. Das ist immer eklig. Ja, das ist immer eklig, dann ist es auch. Ist trocken doof. Oder das Tier ist auf jeden Fall umsonst gestorben. Noch umsonster als nach es so ist. Wie ist das jetzt bei euch mal? Du bist Vegetarier. Genau. Du bist vegan. Genau, ich bin eigentlich der, der sich am meisten um Kochen und Ernährung selbst gemacht kümmern müsste, aber ich koche nie. Und du isst alles? Ich esse nicht alles. Ich esse jetzt unterwegs kein Fleisch und kein Fisch mehr, weil ich nicht weiß, wo es herkommt. Also ich kaufe, wenn denn esse ich zu Hause Fleisch, kaufe dann Neuland oder Biolandfleisch. Und ja, also kein Biofleisch, sondern schon noch was Besseres. Weil Bio ist ja jetzt auch nichts, was man unbedingt kaufen sollte. Und bevor ihr das so umgestellt habt, wie war das denn bei der, keine Ahnung, bei so Touren, wenn ihr da unterwegs wart? Ja, ich habe fast kein Fleisch auf Tour gegessen, weil es halt so schlechtes Fleisch auf Tour gibt. Und ich keinen Bock habe, mich schlecht zu ernähren. Das muss halt nicht sein. Also auf Tour nicht und zu Hause auch nicht. Und vegan heißt, du isst was alles nicht? Ja, also alles, was tierischen Ursprungs ist. Also das heißt, klar, vom Fleisch angefangen halt, aber auch über sowas wie Eier, Milch und zugehört auch halt bis zu kein Leder tragen und sonst alles so. Ah, okay. So konsequent, wie es geht. Und hier, das heißt, deswegen ist der Joghurt hier so, so ja, genau. Joghurt. Schmeckt das natürlich, wenn wir das sehen? Ja, das schmeckt alles. Also mit welcher Motivation, aus welcher Motivation heraus kaufst du nur Biofleisch, Jennifer? Kein Biofleisch. Gar keins. Neuland, was genau. Ist das? Ja, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil beim Biofleisch ist es so, dass die zwar ein bisschen mehr Platz zum Leben haben, aber trotzdem die Futtermittel nicht bestimmt sind, zum Beispiel was die bekommen. Und also eigentlich ist es wie ganz normales Fleisch im Prinzip. Also deswegen ist es Schwachsinn, wenn man was tun will. Dann Biofleisch zu essen macht keinen Sinn. Es ist nur teurer und die haben ein bisschen mehr Auslauf, aber
Also die Tiere, und das war es halt auch schon. Und Neulandfleisch, was ist das stattdessen? Neulandfleisch, also das ist im Prinzip ja, keine Massentierhaltung. Die kriegen ganz normales Futter ohne Medikamente, ohne Antibiotika. Die haben das, dann den Weg halt dann nicht so weit zum Beispiel zum Schlachter. Also haben halt auch nicht diese eingefärbt sein, diese ganzen Transporte. Und ja, haben dann halt auch so eine, also ja, das war's eigentlich. Und die Überlegung ist sozusagen aus Tierschutzgründen dann am Ende, oder? Ja, ich finde aber, also für mich ist am wichtigsten, dass ich mir nicht Zeug reinstopfe, was für mich jetzt irgendwie schlecht ist, weißt du? Mhm. Also wenn man sein Leben lang irgendwie Fleisch isst, das eigentlich, wo das Tier immer Antibiotika bekommen hat, dann ist das ja auch im Endeffekt dann schlecht für mich. Und wie machst du das denn im Alltag praktisch? Also wo findet man zum Beispiel dann so dieses Fleisch? Also ich kaufe zum Beispiel das Neulandfleisch, gibt es zum Beispiel bei Bio Company, aber auch bei Rewe zum Beispiel. Mhm. Also ganz normal in Supermärkten? Ganz normal in Supermärkten, ja. Und ansonsten esse ich halt gerne auch Seitan, Tofu, und das gibt es ja echt überall. Also das kannst du nicht im Aldi, aber so bei mir im Edeka um die Ecke, da kann ich das auch kaufen. Das finde ich echt super. Und geht es bei dir auch darum, sozusagen aus Gesundheitsgründen? Ja, das ist rein ethisch. Also bei dir ist nicht Gesundheit, sondern Ethik. Ja. Also du willst, dass die Tiere nicht leiden. Genau. Also weil ich nicht einsehe, dass irgendwie für meinen, also das ist ja im Prinzip ein Luxus oder reine also Selbstvergnügen, und dass irgendwie ein anderes Lebewesen dafür leiden muss. Also das sehe ich halt nicht ein. Und keine Ahnung, wenn jetzt so vom Bauernhof mit glücklichen Hühnern und so, gibt's doch auch so kleine. Natürlich, aber wenn sie glücklich sind, dann lass sie doch leben. Ja, aber ich meine jetzt so, wenn du ein Ei essen willst. Nee, aber nee. Okay. Aber ich habe auch mittlerweile auch so, dass da zum Beispiel, also ich, das ist halt, also ich finde das halt unnatürlich, dass man zum Beispiel halt irgendwie das, den Gebärapparat eines anderen Tieres, also zum Beispiel auch irgendwie gerade beim Mist, dass man, also der Mensch ist auch die einzige Lebensform, die Muttermilch von einem anderen Tier trinkt, was halt irgendwie auch eigentlich relativ abartig ist, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Großartig aus und ging relativ schnell. Wollen wir mal probieren? Aber erst den Wein. Erstmal den Wein. Erstmal den Wein. Da freuen wir uns auch schon die ganze Zeit drauf. Juhu! Zum Wohl. Jetzt bin ich angeguckt, 7 Jahre schlechter Sex, weißt du, ne? Das hat's gar keiner. Wenn man sich jetzt irgendwie, also ich kaufe eigentlich immer beim Discounter. Ja, und was wäre so der erste Schritt sozusagen? Also wie kann man, wenn der, ich meine, jetzt immer im Bioladen zu rennen, ist halt auch ein bisschen teuer irgendwie. Also wie könnte man denn anfangen sozusagen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will ein bisschen drauf achten, was ich esse, wie fängt man da am praktischsten am besten an? Der erste Schritt ist, dass du drauf achtest, was du isst. und zum Beispiel, keine Ahnung, also ich finde das zum Beispiel absurd, wie manche Leute so einkaufen und dann wirklich so stapelweise Wurst und Fleischaufstrich und noch eine Leberwurst, und dann denke ich mir auch so, okay, das, also in dem Fall einfach so sagen, okay, ich nehme heute mal nicht so viel Wurst und dafür ein bisschen mehr Käse oder irgendwie einen anderen Aufstrich oder irgendwas, ja. Ist ja schon mal ein Schritt in eine Richtung, dass man bewusster überlegt, okay, dafür ist jetzt gerade irgendwie auch der eine oder andere Vogel draufgegangen. Ja, brauche ich jetzt wirklich eine Wurst, da brauche ich jetzt nicht. Ein bisschen weniger abstrahieren so dann in dem Fall. So. Wir wissen, die Salami ist nicht einfach nur irgendwie ein rotes Ding mit Flecken drauf, sondern da... Das war auch mal, darin, das hatte meine Mutter. Ja, und okay. Es gibt also gerade hier bei zum Beispiel Umstieg zum Veganen, da gibt es ja auch mittlerweile auch Apps. Zum Beispiel von Peter gibt es auch so eine veganen Starter-App. Und da sind halt auch irgendwie Produkte aufgelistet, die man halt bedenkenlos im Supermarkt kaufen kann. Und auch Städte, also regional, es gibt auch so eine Berlin-Vegan-App, die da halt irgendwie anzeigt, wo gerade im Umkreis irgendwie auch, also weiß nicht, immer Cafés, Restaurants und Supermärkte so. Das benutzt du die? Ja. Aber ist es denn schwierig, das zu machen? Das klingt jetzt so, man muss dann die App installieren und im Handy die E's einspeichern und so? Ich meine, der erste Schritt, kein Fleisch zu essen oder weniger Fleisch zu essen, ist halt nicht schwierig, weil dann ist man halt weniger Fleisch. Und ich muss sagen, dass auch der Schritt, kein Fleisch und kein Fisch zu essen, mir wesentlich einfacher gefallen ist, als ich dachte. Dass es dann
Man verzichtet einfach drauf und dann ist gut. Das ist ja gar nicht so kompliziert, wie man mal denkt. Ja. Ist ja nicht so, oh, dann kann ich halt gar nichts mehr essen außer Nudeln. Ja. Es gibt ja tausend Sachen und ich muss sagen, es ist auch sehr viel abwechslungsreicher Kochen und Essen, seitdem ich kein Fleisch mehr esse, weil man dadurch irgendwie auf ganz neue Gedanken kommt und neue Sachen entdeckt und Gemüsesorten und oder halt Ahnung, sowas auch. Ja, so eine Sache, oder Linsen oder irgendwas. Bulgur, Linsen, alles diese ganzen. Und hast du da irgendwie, manche Leute haben Angst, dass sie dann gesundheitliche Probleme haben? Das ist Quatsch. Ist Quatsch. Das Einzige ist, wenn man vegan lebt, ist glaube ich B12. Da müsst ihr im Grunde irgendwie substituieren, aber irgendwie auch sonst. Also ersetzen. Ich meine, da gibt es auch die Studien, aber zumindest die veganen Propagandastudien sagen ja auch, dass man als Veganer länger lebt. Ich weiß nicht, ich habe so ein Anlaufportal für Sachen wie, okay, ich möchte jetzt heute mal vegan oder vegetarisch kochen und dann zum Beispiel im Internet einfach so ein gutes Portal oder sowas, gibt es da was? Wo man einfach sagt, okay, Idee, weil mir fällt es nichts. Es gibt zum Beispiel super Kochblogs, vegetarisch oder auch vegan. Mhm. Zum Beispiel vegan-guerilla.de, ja, ist total super. Also jetzt kochen ohne Knochen, ist ja auch super. Ja, das ist ein geiler Name. Also eins muss man wirklich sagen, selber kochen, das ist geil, aber noch geiler ist es wirklich mit Jennifer Rostock. Ello! Juhu! Okay. Gut. Cheers! Leute, Dankeschön. Danke. Großartiges Essen.